Jo, moin, liebe Leute, und auch heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris mit den Valarifüchsen am Start im Krieg gegen die Havariga, ausgelöst von den Symptomori, die aber irgendwie gefühlt nichts für diesen Krieg tun. Also müssen wir mal wieder ran. Hier ist nur ein Forschungsschiff unterwegs, was auch immer denen das bringen soll. Ich weiß es bis heute nicht. Okay, die Symptomori haben die Justkan-Staaten zum Rivalen erklärt. Das sind die hier. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, was macht ihr hier? Er forscht ein bisschen rum, okay. Ich kein Einwand gegen, wie gesagt, diese Kugel holen wir uns hier noch und dann sind wir hier unten auch komplett durch. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe immer noch, wie gesagt, dass er hier nicht irgendwie sauer wird, dass eventuell Planeten hier rüber springen zu uns. Oh Gott. Das wird unser Todesurteil sonst von, das sage ich euch gleich. So. Anschließend kannst du dich übrigens mal aufwerten. Und du bist gleich durch hier, habe ich das Gefühl. Danach kannst du dann eigentlich hier oben nochmal... Oh, Beobachtung. Bergbau. Und danach kannst du dich eigentlich auch ausbauen. So. Yeah, Freunde. Keine Gnade, direkter Angriff. Gucken wir mal, was da rumkommt. Wir haben die Watch, Fox Watch Klasse jetzt noch nicht hier drinne. Allerdings haben wir noch ein paar andere Punktverteidigungssysteme. Apropos, ja, die Rotfuchs Klasse ist es geblieben, Gott sei Dank. Und komischerweise haben wir noch irgendeine andere Klasse. Corvette, ja. Foxwatch. Also eine haben wir offensichtlich da drin, aber warum auch immer die so komisch hier heißt. Vielleicht ist das Schiff auch einfach nur so. So. Yo! 6,4K, 4K, 1,4K, 5,6K. Gegen 534. Ich will es nicht hier raufbeschwören, aber ich glaube, er ist am Arsch. Entschuldigung für den Ausdruck. Hostile Fleet engaged. Alter, was für eine Reichweite schießen wir denn jetzt? Construction complete. Ach Leute, ihr solltet nicht da oben drum kümmern, ihr solltet. Naja, egal. Construction complete. Liegt doch schon mal da rüber. Complete. Die Flotte weg haben. Die Station hier oben ist doch schon so gut wie tot. Lass es doch gut sein. Construction complete. Situation log updated. Boom. So, ja gut, bis die hier hinten ankommen, obwohl wir können uns das auch mal ganz kurz angucken, wir haben so wenig Schlachten eigentlich. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Zweimal. Vorneweg unsere Polarflugsklasse hier. Hostile Fleet engaged. Hostile Fleet engaged. Ach, guck mal, der macht Notfalltransport. Oh, wie schade. Ich bin gespannt, ob das, was wir bisher in unseren Korvetten hatten, ausreicht, um die Raketen zumindest abzufangen. Lass uns hier mal begegnen, ey. Nicht alle. Also die Fox Watch
Foxwatch-Klasse sollte definitiv kommen. Hat ja auch mal besser drauf gehabt. Fleet engaged. Oh Gott. Süß. Ja, 30% Kriegsstand haben wir schon mal eingeholt. Mit einer Flotte und den Gebäuden hier, das ist echt süß. So. Ja, fliegt aber einfach weiter, ja. Das da unten, das ist sowieso schon tot. Was ist das hier? Ah, sind das vielleicht unsere Geschwader? Das kann natürlich sein, ne? Situation Log updated. Wenn ihr den da hinten noch kriegt, dann warum nicht? So. Ansonsten. Ja, fliegt erstmal da hinten. Construction complete. Hostile fleet engaged. Dann kann hier auch. Ja, warum nicht gleich alle drei Modelle? So. Hier kann er noch ein Besatzungsquartier und das. Okay, das ist auch schon Hostile fleet engaged. So, das, das ist rein, okay. Construction complete. Das Ding durch den Notsprung vorbereiten. Warum auch immer jetzt alle Konstruktionsschiffe hier oben zusammenzieht, macht für mich keinen Sinn. Situation Log updated. Was machen eigentlich unsere zwei? Unterstützt Forschung, okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt für diese paar Forschungsbrocken hinterherfliegen soll. Hostile fleet engaged. Oh, da noch ein Kolonieschiff, sehe ich gerade. Das können wir ja mal nach Kratz schicken, denn hier gibt es nämlich noch eine tropische Welt, die von den Valdari mit 70% bewohnt werden kann. Jawohl, ja. Hier hin. Ich frage mich gerade, wo unser ganzes Geld auf einmal wieder hin. Stationsunterhalt, Schiffsunterhalt, Gebäudeunterhalt. Ist auf jeden Fall wieder enorm explodiert hier an Ausgaben. Colony established. Situation log updated. So, dann sind wir fertig, ne? Könnt ihr da runter. Machen wir Punkt für Punkt alles platt. 38% Kriegsstand haben wir schon mal, Freunde. Auch wenn ich es gar nicht wollte, dass wir jetzt schon wieder hier Krieg haben, aber naja, Gott, was soll's. So, du bist hier fertig mit deinem Kramsel. Können wir dann hier jetzt mal so ein Zoo bauen? Sehr schön.
zu. Danke sehr. Zack. Du kannst. Construction complete. Kann irgendwie alles sein, ne? Wo hinken wir dann am meisten hinterher? Hier, bei Physik auf jeden Fall. Dann das hier. Ja, Treibsand müssen wir echt demnächst auch mal als Forschung entfernen können, hoffe ich mal. Warum fliegst du darüber? Bewegung. Achso, du sollst dich ja verbessern. Stimmt, ja genau, da war ja was. Ships upgraded. Construction complete. Fertig, kannst hier auch nichts weiter machen. Da oben ist noch ein Bau. Da ist ein Bau. Ja, an sich brauche ich dich nicht mehr. So traurig das auch ist, aber wir haben auch zum Teil viele Konstruktionsschiffe jetzt dadurch, dass ja, die KI für uns welche gebaut hat. So, hier haben wir wieder eine Kolonie mit bewohnter Intelligenz. Also primitives Völkchen. Wieder eins mehr, was die Valdari beschützt. Hostile Fleet engaged. Juhu, was habt ihr denn? Wir ran eine Station. Colony established. Die Forschungsstation, na denn. So. Construction complete. Fennec hat die Baureihe abgeschlossen, genau. Wir haben ja immer noch, hier. Wo ist das Konstruktionsschiff von hier hin? Das habe ich wahrscheinlich sonst wohin beordert, oder? In Baham-System. Vipelor. Was wir jetzt erstmal umbenennen in Baham. Beziehungsweise Baham, weiß nicht, 1. Oder so. Jawohl. Raumhafen bauen. Die zwei Erweiterungen. Und ich wundere, was ich hier so rummal. Das ist mein Zettel, den ich mir mit meinen ganzen Notizen gemacht habe, hier für die Offscreen-Arbeiten. So, du bist Schlaufuchs. Gasgrazers. Ich suche gerade mal wieder ein paar Schiffe hier zusammen. Konstruktionsschiff, das dem Arcana-Sektor gehört. Ich hoffe, der kann auch außerhalb vom Arcana-Sektor was bauen. Denn hier hinten gibt es Forschung. Zack, so. Hier oben aus. Ah, sehr schön. Das Konstruktionsschiff ist hier auch fertig geworden. Und fliegt wieder zurück, weil keine Ahnung, irgendwelche Sonderbefehle hier hat. Wir können ja mal den Magellan-Sektor. So, bin ich blind? Sektor Magellan verwalten plus. Abschließen. Wieso taucht der jetzt hier nicht so auf? Visuluk. Ach Moment. Die Umbenennung findet hier nicht statt. Oh Gott. Wie fies ist das denn? Das hier war Visuluk, glaube ich. Oh, das ist gemein. Das ist gemein, Freunde. Situation Log updated. Ne, ich weiß, ganz viele Trümmer. So. Wie seid ihr durch? Dann da unten hin.
So. Ich glaube, wir haben hier ganz schön wieder die Grenze verschoben. Das hier ist jetzt in unserem Gebiet. Wilf-Bergbaustation. Okay. War das vorher auch schon unser Gebiet? Wilf? Weißt du, wie sehen denn eure Gebäude aus? Ihr habt dieselben wie wir? Nee. Wie seid ihr denn gerade stimmungstechnisch auf uns? Kreuzruf, oh, das geht ja noch. Jo, ich hoffe, das schließt sie noch an, dass da. Weiß nicht, kann man ihn noch erkunden? Nö, da ist einfach nichts. Blöd. Hier oben wird fleißig gekämpft. Ich hoffe, er ergibt sich bald. Eigentlich gar kein Interesse an diesem Krieg. Weil das macht nur einen von den anderen zwei von unseren Verbündeten stärker. Oh, hier ist Ozeanwelt. Da haben wir. Eigentlich sollte das angezeigt werden, naja. Aber hier geht's mit der Zufriedenheit. Hier eigentlich auch. Oh, die kann man upgraden. Upgrades sind immer gut. So, ja, hier ist hoffentlich bald der Zeno-Zoo abgeschlossen. Das Propagandading läuft noch, aber auch nicht mehr ewig. 2013, das ist in 5 Jahren schon, die Hälfte der Zeit ist schon rum, Alter. Tja, danach müssen wir weitere 127 ausgeben, um das Ganze nochmal zum Laufen zu bringen. Dafür denke ich mal. Was? Jetzt haben wir 2 Fraktionen? Oh, Freunde. Hostile Fleet engaged. Und wo sind die jetzt? Valk-Kloster. Nee, Entschuldigung. So, hier arbeiten wir ja gerade dran. Könnt ihr einen Governor hier einstellen, der vielleicht die Zufriedenheit auch nochmal nach oben pusht? Baudauer, Baukosten, Garnison, nö. Feldproduktion, okay. Lebensdauer, ja. Das hier. Zack, rein mit dir. Oberfläche. Ja. Governor plus 2, Propaganda 10. Situation Log updated. Works. Ein Anführer hat eine nächste Stufe erreicht. Sehr schön. Wo sind die anderen? Im. Unten im Baham? Hostile Fleet engaged. Wozu das denn? Keine Wahlen. Okay. Die Frage, wie viel Nahrung brauchen wir eigentlich noch? Eigentlich nicht mehr so. Das Ding hat ja jetzt schon Überfluss. Bauen. Situation. Ey, was anderes, was Zufriedenheit bringt? Construction complete. Primitiv-Industriezeitalter. Construction complete. Hostile Fleet engaged. Auf Fuchsbau gibt es eine primitive Spezies? Was? Was ich ja jetzt erfahre, Leute, das ist ja.
ich dir trotzdem das Nahrungsding mal weg. Das klicke da 100.000 Mal drauf. So. Wieso haben wir jetzt eigentlich 8 Planeten? Warte mal, so viel wollten wir ja gar nicht. Situation Log updated. Hier oben. Irgendwas können wir ja hier noch zunehmen. Bergbau. Also ich muss mal ganz kurz gucken. Sieht das aus wie unsere? Das sind andere Bergbaustationen hier. Das sind nicht unsere. Wir haben hier irgendwas, glaube ich, vom Gegner übernommen. Hups. Ist hier der Raumhafen schon fertig? Oh, der ist schon fertig. Sehr schön. Dann kann man ja auch zur Stufe 1 reinsetzen. Hiervon eigentlich vielleicht zufällig mehrere bauen. So, könnt ihr jetzt hier noch so ein Xeno-Zoo bauen? Nö. Ingos Wohnstation. Bewohnbarkeit plus 5. Ja, hilft uns auch nicht so richtig wirklich weiter. Beate Fuchs. Juhu. Ein Aufstieg. Teilweise haben wir auch Planeten, die haben riesig. Große Geldvorkommen. Empire. Empire. Was geht da? Was ist das? Empire. Batzen hier allen Giftfreunde. Empire. Sind die jetzt auch unzufrieden? Man weiß es nicht. Aber die gehören nicht zu Valklustar. Research complete. Sogar noch nicht zu dem komischen Ding hier unten. Warum immer die hier unten unzufrieden sind. Die sind auch... Die sind einfach nur wütend. Ja, worauf denn? Ach, Freunde. Erkundungsgeschwindigkeit. Pff, jetzt noch. Wir sind eh eigentlich durch. Forschungsabkommen. Minus 25%. Achso, okay. Physiklabor kann ich schaden, ne? 92, 36. Hostile Fleet engaged. Okay, nehmen wir erstmal das. Hostile Fleet engaged. So, ich denke mal, wenn wir das hier geplättet haben, dann kapituliert er vielleicht schon mal freiwillig. Hostile Fleet engaged. Das kann natürlich sein, dass durch den mangelhafteren Einfluss im Bündnis Außenposten. Construction complete. Ja, das,
wir dadurch so ein bisschen Malus hier kriegen. So, ich würde sagen, hier komm, fang du mal an mit Bergbaustationen. Situation Log updated. Wir haben zu viele Planeten. Ich weiß. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass das hier ist ja eh schon. Ist das Brokan? Der Sektor hier oben, ist das Brokan? Brokan ist hier irgendwie auch nicht aufgelistet. Situation Log updated. Sektor verweilen. So. Okay. Construction complete. Die Feinde sind weg, werden die weggeräumt. Du kannst hinzu, du kannst hinzu, du kannst hinzu und du kannst hinzu. So, dann sind es nur noch 7 von 5. So, und dann gucken wir mal hier unten. Situation Log updated. Was geht hier? Bau. Nahrung kam plus 2. Machen wir es auch so. Tausche einfach die Plätze. Migrationsabkommen plus. Warte mal, können wir hier vielleicht dieses Land der Möglichkeiten, Migrationsattraktivität plus 100. Ich probiere es mal. Vielleicht kriegen wir hier ein paar Migranten drauf. So, Krieg ist auch vorbei. Sehr schön. Alter. Okay. Die Havarieger sind gleich komplett weg. Auch nicht schlecht. Ist nicht ganz das, was erwartet war, aber okay. So, vasalisieren. 42. Es wird ja auch immer weniger. Ich würde sagen, wir holen sie zumindest vielleicht mal ins Bündnis rein. Ich stimme dir. Construction complete. Die anderen so stimmen. Colony established. Sehr schön. Kolonie. Da muss doch nicht die hier, ne? Hier ist Mark, die McFox. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Anführer hat neue Stufe erreicht. Und Bündnis. Willkommen im VIS-Bündnis. Und glaub ja nicht, dass ich das für dich jetzt erweitere hier, den Namen. So wertvoll bist du mir dann auch nicht. Ich will dich nur zur Schwächung des anderen und als Bollwerk ein bisschen hier gegen all jene. So, die Frage auf eine Föderation mit den Vieren hier gründen wollen. Ich meine, die Option steht uns natürlich zumindest mal Construction complete. Offen. So. Hier ist ein Bau abgeschlossen. Wir müssen jetzt halt ein paar Planeten irgendwie loswerden. Also wir haben Arrakim und Sirius. Sirius können wir nicht zunehmen wegen diesen Kraftwerksgeschichten. Das heißt, die zwei müssen einfach mal bleiben. Der hier wird ja noch verschwinden. Das wird Nummer 3. Dann haben wir hier unten. Wo sind die denn eigentlich alle? Fuchsbau. Zedran. Mit diesen Erstkontakt Friedfähr, die immer noch Probleme haben. Naja. Der Xenozoo bringt was, Propagandaübertragung bringt was, Governor bringt auch ein bisschen mehr schon. So, und wie viel Nahrung?
kann der hier mal das nächste Upgrade schon kriegen. Vielleicht noch irgendeinen generellen politischen Erlass. Nehmen wir hier öffentliche Zufriedenheit, Feldproduktion, Energiecredits und Mineralien. Die haben wir eben momentan sehr viel. Ich aktiviere das mal. Kostet ja jetzt nicht so viel im Monat. Künstliche Intelligenz. Sklaverei. Geächtet. Naja, Erstkontakt. Nö, will ich gar nicht ändern. Nur Primär können wir gar nicht ändern. Keine Wahlen können wir auch nicht ändern. Umsiedlung. Bewohner können gegen ihren Willen auf anderen Planeten umgesiedelt werden. Nö, will ich gar nicht. Migration. Freie Migration, sehr schön. Xenoerleuchtung. Was heißt das? Würden wir mit Einheimischen unseren Wissen teilen, können wir sie aktiv dazu ermutigen, ihren rechtmäßigen Platz in der galaktischen Gemeinschaft einzunehmen. Potenziell können wir unsere technologischen Fortschritte mit primitiven Gesellschaften teilen und ihnen völlige neue Horizonte eröffnen. Ach, das ist dieses... Die unteren quasi diese primitiven Völker unterstützen. Oh, ich sehe gerade überziehen. Ganz kurz noch. Xenostudien unbegrenzt. Ja, warum nicht? Orbitalbombardierung. Machen wir mal auf minimal. Säuberung ist verboten, Sklaverei ist auch verboten und Kriegswirtschaft ist statisch. Jawohl, ja. So. Guti, ja, ich gebe ab in die nächste Folge und dann, ich würde sagen, wir etablieren hier unten einfach einen neuen Sektor. Ich meine, die hier oben haben ja jetzt eigentlich schon sehr viel. Man könnte dem Philly durch hier noch dieses Velith hinzufügen. Und dem Arcana hier unten die anderen zwei. Oben eigentlich nicht. Arcana kann auch die zwei hier noch kriegen. Einfach damit das mal unter Kontrolle bleibt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel, Moss, Moss.